Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an. Dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show. Die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute bin ich wieder unterwegs. Frühling, was heißt das? Klar, neues Leben, junge Tiere. Und wo gibt's die am besten zu sehen? Na klar, im Tiergarten Schönbrunn. Und deswegen stelle ich euch jetzt mal die Stars meiner heutigen Sendung kurz im Bild vor. Folivora, lateinisch. Auf Deutsch das Faultier. Und da werdet ihr einige Dinge erfahren, die ihr bis jetzt sicher noch nicht gewusst habt. Pelikanus, auf Deutsch der Pelikan. Cynomys oder auch der Präriehund. Hippotigris, das Pferd mit Streifen, das Zebra. Sphagnum anseres, auf Deutsch die Teichgans. Panthera, aber lasst euch nicht täuschen, das ist nämlich die Giraffe. Testudo, die Schildkröte. Und natürlich jede Menge anderer Tiere, von denen ihr hier einige im Hintergrund jetzt ganz kurz sehen könnt. So nobel ist der kleine Stadtstreicher nicht zum Zoo gefahren, aber mittlerweile bin ich auch zu Fuß angekommen. Thank you.
Schauen wir mal, was der Nachbar macht. Na, auch nichts Neues. Also gehen wir weiter spazieren. Zwei Eigenschaften würden sich unsere Politiker am liebsten von den Flusspferden abschauen. Zum ersten Mal die dicke Haut und zum zweiten die Fähigkeit, relativ lange abtauchen zu können. Und hier traut sich auch der Nachwuchs mal raus. Schön bei Mama dranbleiben.
Hier ist der Nachwuchs wohl gerade erst im Entstehen. Also eindeutig, die Minenrobben gehören zu den großen Stars des Zoo Schönbrunn. Denn wie man sieht bei der täglichen Minenrobbenfütterung, sind die Tribünen gut gefüllt. Kein erlerntes Verhalten, das wird dann auf die Das ist unsere.